Ja, das ist ja nett. Maximale Panzerung. Arschloch, ey. Ganz ehrlich. Was für ein Assi. Und wo bin ich hier eigentlich gelandet? Bringt mir das was, wo ich bin? Außer mal wieder ein bisschen Nachschub. Tarnfeld aktiviert. Da ist irgendwo ein Maschinengewehr ohne Schalldämpfer. Und es schießt auf mich. Es schießt nicht mehr auf mich. Tarnfeld aktiviert. Schön zu wissen, dass es nicht mehr auf mich schießt. So, aber wo kam der Kollege her? Sehe ich das richtig, dass da eine Tür ist? Ich habe den Aufzug gefunden. Tatsache. Psycho, wir haben Prophet gefunden. Großartig. In welchem Zustand? Körperlich in Ordnung, aber uns liegen Berichte einiger unserer Feldoffiziere vor, die unter Übelkeit und psychotropischen Effekten leiden. Ja, behalten Sie ihn im Auge, ja? Kann das wohl sein? Tarnfeld aktiviert. Kontrollpunkt. Boah, Spiel gespeichert. Kritisch. Oh, hier sind Gegner. Ich vergaß. Ich dachte gerade, das wären unter Umständen Freunde, aber falsch gedacht. Und dazu fällt mir ein, wir haben gerade maßlos überzogen. Dann machen wir einfach zwei Folgen daraus. Muss ich halt schneiden, ist aber kein Problem. Schrotpatronen, gut. Sprengladung, die werde ich demnächst bestimmt mal wieder brauchen. Die Ska könnte ich mal austauschen mit Präzisionszielfernrohr. Was war denn das jetzt? Ach, einfach nur das. Wie langweilig. Ich brauche eine Waffe, eine andere. Ja, nehme ich halt die Ska. Nehme ich halt das Präzisionsgewehr. Psycho, wir haben den Behälter geortet. Die Koreaner haben ihn in der Verladestation und bringen ihn auf einen der automatischen Frachtzüge der Mine. Wir vermuten, dass sie ihn zum Flugplatz auf der anderen Seite des Ang und dann nach Pyongyang bringen wollen. Pyongyang. Sie müssen diesen Zug erwischen. Pyongyang. Und hier mangelt's mal wieder nicht an Gegnern. Wie denn auch? Es ist ja schließlich Crisis Warhead. Maximale Panzerung. Mal gucken, wie viel man hier sieht. Tarnfeld aktiviert. Man sieht nicht allzu viel. Wobei das eigentlich ganz vorteilhaft ist. Hä? Das ist doch ein Präzisionsgewehr, oder? Energiekritisch. Wow. Der hat mich erschreckt. Tarnfeld aktiviert. Warum stand der auf einmal hinter mir? Verfluchte. Maximale Panzerung. Gute Sache. War gar nicht so schlecht, das Gewehr mitzunehmen. Tarnfeld aktiviert. Erstmal unsichtbar machen. Seite wechseln. Energie kritisch. Naja, ob das mit dem Seitewechseln jetzt intelligent war, wird sich gleich zeigen. Bumm. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Wow. Maximale Stärke. Na, nix Stärke. Unsichtbar. Tarnfeld aktiviert. Kupi hat mal wieder mehr Glück als Verstand. Nicht, dass das was Neues wäre, aber Verstand hat er sowieso keinen. Aber Glück, wow. Jetzt muss ich mir neuen Stand suchen. Von hinter mir. Bum, bum. Bitte. Komm schon an. Boah, das Spiel nimmt mich gerade so extrem mit. Glaubt mir gar nicht. Und es ist wieder groß gestreut. Das will ich doch. Ach, du bist auch noch da. Wer bist du eigentlich? Jetzt bin ich tot. Toll.
Das kann ja doch relativ anstrengend sein. Tarnfeld aktiviert. So. Maximale Panzerung. Gut. Warum steht der wieder auf nach einer Ladung Schrot? Das ist unmenschlich. Gut, er ist ein Koreaner, aber trotzdem. Tarnfeld aktiviert. Und da läuft was aus. Entweder hat da wer seine Tage. Oder. Maximale Panzerung. Oder. Wir haben gleich einen riesen Bums am Arsch. Das klingt lustig. Maximale Panzerung. Zum Thema riesen Bums am Arsch. Tarnfeld aktiviert. Hier steht einer vermutlich direkt unmittelbar vor mir. Nein, tut er nicht. Es geht hier hinten ab. Da geht nicht mehr viel ab. Du sollst hochwechseln. Maximale Panzerung. Boom. Boom, 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 boom. Techno. Techno, Techno, Techno. Mit Guppi und der Maus. Aktiviert. Hier kommt die Maus. Wo steht denn hier? Ach, ihr seid doch bestimmt. Ich bin mir sogar sicher, was ihr hier unten seid. Maximale Panzerung. Und zwar relativ nah vor mir. Tarnfeld aktiviert. Einer. Zwei. Maximale Panzerung. Zwei. Drei. Vier. Nachladen. Unsichtbar machen. Saven. Bum. 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 Ah, ihr dürft meinen Standpunkt nicht so extrem wissen. Das ist nicht gesund. Ah, von hinter mir. Von hinter mir. Genau, das ist Deutsch. So, gerade ist mir die Aufnahme ein bisschen scheißen gegangen. Aber ihr habt gesehen, ich war hier zum Feuer gekriegt. Ich hatte alle erledigt. Bis auf... der da angeschützt. Von daher, nichts weiter passiert. Ich habe meine Einstellung da oben gemacht. Also, hier wie schön alles. Tausendmal schöner. So, mag ich jetzt auch wieder weiter. Und viel mehr habe ich dann eigentlich auch gar nicht mehr gemacht. Ich zeige euch gerade, was ich gemacht habe. Also, ist dann nicht allein, aber das ist nicht viel. Das ist einfach nicht. Das sind... hey, Idiot. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Wen juckt's? Mittlerweile 1 Uhr nachts. Mittlerweile habe ich ein bisschen offen. Naja. Geht rein. Geht aber eh nichts los. Nein. Relativ langweilig. Geht rum. Und dann. Und hier. Zwei mega geile. Emerson, ich habe den Behälter gefunden. Sie müssen diesen Zug erwischen. Was zur Hölle? So, jetzt kommt gerade noch ein kleines bisschen Gespräch. Was dann, glaube ich, zu verstehen wird. Unterbreche Band bei T-5 Minuten, um Bewertung des ermittelnden Offiziers abzugeben. Betrifft Sean O'Neill. Analyse der Ermittlung
Konnte auf Code Blau nicht angemessen reagieren. Empfehlung, umgehender Abzug von allen Special Forces Programmen. Erneute Rekrutierung nicht möglich. Damit ist die Untersuchung zur außerplanmäßigen Bewertung des Raptor-Teams abgeschlossen. Psychos und Nomads-Team. Da sollte Sean noch nie mit zugehören. Jetzt versteht ihr vielleicht den Zwist zwischen den beiden. Naja, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal.